Hallo, lieber Wassermann. Herzlich willkommen zu deinem Ausblick in den Monat Juni. Ich freue mich, dass du da bist. Das Orakel ist, wie gesagt, für dich, wenn du im Sternzeichen Wassermann geboren wurdest oder deinen Aszendenten dort hast oder dein Mondzeichen. Ansonsten alle weiteren Infos zu diesem Orakel findest du wie immer unter dem Video. In der Infobox von mir aufgeschrieben, unter anderem, welche Karten ich verwende. So. Für den Wassermann im Juni, wie sehen die Tendenzen aus? Über was darf ich sprechen? Und es geht um einen Segen. Und der Segen besteht im Loslassen. Der Segen besteht im Loslassen. Situationen oder Menschen, das bleibt an der Stelle offen, aber der Segen liegt im Loslassen. Loslassen von negativen Gedanken, Gedankenkarussellen, schlechten Gewohnheiten, ne? Loslassen macht das Leben leichter, habe ich gerade gehört, für die Wassermänner im Juni. Die Karte fast in die Kerze geflogen. Wir haben ja Erwartungen, ja. Erwartungen dürfen auch losgelassen werden. Du darfst Erwartungen loslassen an Menschen, Situationen, vielleicht auch an dich selber. Aber was ich auch so wahrnehme, ist, du darfst dich freimachen von Erwartungen anderer. Das darfst du ruhig, da brauchst du kein schlechtes Gewissen haben. Okay, ich nehm die beiden. Eigentlich möchte ich immer nur zwei, aber da wollten jetzt drei. Rechtsprechung und ein kleines Kind. Ein kleines Kind kann ein Thema sein, Kind allgemein. Kann auch dein inneres Kind gemeint sein hier. Aber ich nehme für viele Wassermänner wahr, also wirklich ein Kind als Thema. Selbst wenn es noch nicht existiert, aber als Thema ein Kind. Vielleicht möchtest du dieses Thema irgendwie loslassen. Vielleicht gibt es einen unerfüllten Kinderwunsch. Das ist allerdings sehr spezifisch. Das trifft auf jeden Wassermann zu. Es ist, mit der Rechtsprechung ist es wie, da geht es immer darum, dass ein Urteil getroffen wird über dich. Oder dass du auch selber eine Situation bewertest und eine Entscheidung triffst. Ein Urteil triffst, eine Entscheidung sozusagen. Und das kleine Kind zeigt einen Neubeginn an. Du lässt etwas los. Und mit dem Kind kommt dann gleichzeitig eben dieser Neubeginn rein. Ja, aber mit der Rechtsprechung, das sind offizielle Bekanntgaben, das sind offizielle Entscheidungen, Urteile. Egal, ob du das Urteil selber triffst oder du beurteilt wirst, weil wir haben hier halt nur mal drei Personen. Ne? Diese Dame, diesen Herrn und den Richter. Das ist wie über dich wird auch gerichtet. Das ist wie auch, als würden Erwartungen an dich gestellt werden. Vielleicht fühlst du dich auch irgendwie unter Beobachtung oder sowas. Und ich meine, ja. Wenn dir das nicht gut tut und du dich dafür entscheidest, loszulassen, dann ist das ein Segen hier für dich. Ist das dieser Segen hier? Okay. Was ich hier halt ganz stark wahrnehme auf dieser Karte hier, Rechtsprechung, dieser Richter guckt sehr skeptisch. Er guckt sehr skeptisch. Oder du hast etwas Neues begonnen, kann auch im beruflichen Bereich sein oder im Projekt oder sowas. Jemand bewertet einfach diesen Neubeginn in deinem Leben. Da bist du selber.
Da bist du selber, lieber Wassermann. Egal, ob du Mann bist oder Frau, das ist, also das Geschlecht ist im allgemeinen Orakel als neutral zu sehen. Das ist jemand, der ja, die Situation bewertet, jemand, der das große Ganze überblicken kann für sich selber, jemand, der aus seiner Wahrheit lebt, jemand, der sich von allem distanziert, was einem nicht gut tut, was nicht mit einem konform geht, jemand, der, ja, wo man einfach merkt, man kommt nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Das ist jemand, der zu großer Klarheit kommt und auch aktiv entscheidet, welchen Weg man gehen möchte, was man in seinem Leben haben möchte und was man loslassen möchte. Hier. Und das ist auch jemand, der die Priorität eher auf den beruflichen Bereich legt als auf den familiären Bereich, falls es bei dir um irgendwie einen Kinderwunsch geht oder so. Aber das ist sehr speziell. Jetzt schauen wir mal weiter. Sechs Kelche, Thema Kinder. Sechs Kelche stehen für Kinder. Ich weiß, nicht jeder hat mit einem Kinderthema zu tun, okay? Aber die sechs Kelche sind hier die Herausforderung und die sechs Kelche stehen für unter anderem Kinder. Und wir sehen hier auch ein Kind und ein kleiner Welpe und so. Ja, aber eben auch fürs innere Kind. Ja, das ist möglich. Sechs Kelche stehen für die Vergangenheit. Hier denkt man, hier guckt man auf die Vergangenheit. Hier erinnert man sich, hier ist man auch nostalgisch unterwegs. Hier bewertet man auch viel, was in der Vergangenheit war. Familiäre Themen. Man guckt auch hier, wo kommt man her, wie war die eigene Kindheit. Page der Kelche ist auch ein Kind. Ja, also für manche Wassermänner trifft das zu. Der Page der Kelche kann wirklich auch ein Kind sein. Ansonsten zeigt er einen Neubeginn an. Liebevolle Kontakte, freundliche Kontakte, Herzverbindungen. Du guckst halt ne, auf Herzverbindungen, auch das Thema, mit wem, bei wem fühle ich mich geborgen, mit wem fühle ich mich verbunden, näher verbunden, okay. Ja, er wirkt hier wirklich, als hätte er jemanden losgelassen. Die Herrscherin ist eine Mutter. Sie ist schwanger. Ich kann es, also das ist ziemlich deutlich hier, also für irgendeinen Wassermann wird es zutreffen. Mutterthemen sind hier angezeigt, egal ob du das bist oder ob du dich mit deiner eigenen Mutter beschäftigst oder mit, wie war deine Kindheit, wie bist du umsorgt worden, wie fürsorglich war man, wie gut hast du dich aufgehoben gefühlt, wie geborgen hast du dich gefühlt, wie emotional verbunden hast du dich gefühlt mit deinen Bezugspersonen sozusagen, mit den Menschen, die dich aufgezogen haben. Die Herrscherin kann eben auch anzeigen, dass du dich ganz stark mit deiner eigenen Weiblichkeit beschäftigst, mit Fruchtbarkeitsthemen, mit Vertrauensthemen, mit Liebe, Selbstliebe auch. Die Herrscherin lässt auch alles und jeden los, wenn sie das für richtig hält. Ja, wenn sie das spürt, okay, der und der Mensch oder die und die Situation, die tut mir nicht gut. Ich trenne mich, ich gehe meine eigenen Wege. Und ja, sie ist nicht in der Bedürftigkeit oder so, sie rennt niemandem hinterher. Sie konzentriert sich ganz auf sich selber und ihren eigenen Weg, ja, privat wie aber auch eben beruflich. Die Herrscherin kann aber auch im beruflichen Bereich anzeigen, dass man hier Neues gebiert oder gebärt, Neues auf die Welt bringt, Neubeginn, Herrscherin. Das ist eine Übergangsphase, hier wird bald etwas geboren. Okay. Etwas, das du beschützt, etwas, wo du dich vollkommen hingibst. Und Justice. Das ist hier. Das ist die gleiche Energie, okay? Die Rechtsprechung, das Gericht, die Gerechtigkeit, Gerichtskarte, Themen mit Gesetzen, Themen mit Arbeitgebern, Institutionen,
ein Thema mit Gleichberechtigung und Gerechtigkeit an sich allgemein. Eben auch Urteile, die gesprochen werden, die gefällt werden. Entscheidungen, offizielle Entscheidungen, die hier getroffen werden. Du handelst und entscheidest halt nach deiner Wahrheit. Das sehe ich hier. Und es ist für dich erleichternd, gewisse Menschen, Dinge, wie sie auch bisher gelaufen sind, gewisse Wege zu verlassen und gewisse Dinge und Menschen loszulassen. Wo ich das gerade sage, also das Bild spricht ja Bände. Du gehst, du verabschiedest dich eben auch emotional. Das ist die emotionale Ebene, die Gefühlsebene. 8 Kelche, das ist jemand, der innerlich Abschied nimmt und geht, seine eigenen Wege geht. Ja, ich nehme das so wahr, vergangenen Ort hat man sich emotional nicht geschätzt gefühlt oder aufgehoben gefühlt sozusagen, als würde keine Verbindung mehr bestehen. Das ist das, was man will, Gefühl, Liebe. Geborgenheit, Wärme, Herzlichkeit. Und du hast das Gefühl, dass du einen Ort verlässt, wo all diese Sachen und Gleichberechtigung und Gerechtigkeit nicht geherrscht haben, sozusagen. Auch Orte, an denen du dich unter Druck gefühlt hast oder vielleicht hast du dich auch selbst, wie gesagt, unter große Erwartungen gestellt, das ist auch möglich. Aber es ist so, du musst gehen, damit du frei bist. Das ist das, was ich hier wahrnehme. Der Hierophant. Das ist jemand, der an sich selber glaubt und an seinen Weg glaubt. An seinen eigenen Weg glaubt. So nehme ich das wahr. Ich glaube, du hast deinen Weg gefunden. Und das bedeutet auch, dass man gewisse Dinge loslassen möchte. Und du hast dich verändert, so nehme ich das wahr, lieber Wassermann. Du möchtest deinen Überzeugungen treu bleiben, du möchtest deinen Werten treu bleiben. Ich nehme das so wahr, du hast deinen Sinn im Leben gefunden, du bist glücklich damit und dem möchtest du dich hingeben. Und dein Sinn des Lebens entspricht nicht dem Sinnbild von deinem Umfeld, von anderen Menschen sozusagen. Genau. Es ist dein Leben. 8 Stäbe. Fortschritte. Gute Neuigkeiten. Zusagen. Nachrichten. Gute Nachrichten. Unzählige Gelegenheiten im positiven Sinne, die hier auf dich zukommen. Des Weiteren, die 8 Stäbe können auch eine Reise anzeigen und das wundert mich nicht, weil das Thema Reisen kommt für jedes Sternzeichen. Ich sag halt, es ist halt Juni, typischer Reisemonat. Ich soll das irgendwie erwähnen, irgendwie für die meisten Sternzeichen kam das durch. Was ich hier wahrnehme, ist, dass, wie gesagt, diese Distanz reinkommt. Dass ein Schub reinkommt und nochmal Distanz hier reinkommt. Nochmal mehr, dass weitere Erkenntnisse, zu denen du kommst, die dir helfen, nochmal ein Stückchen mehr eben loszulassen und deine eigenen Wege zu gehen. Neun Stäbe, das sind die Enttäuschungen und Kämpfe aus der Vergangenheit, das sind Verletzungen, das ist deine Abwehrhaltung gegen gewisse Situationen und Menschen. Ja, dieses ständige Gefühl, sich verteidigen zu müssen.
kämpfen zu müssen, Ausdauer haben zu müssen, sich durchsetzen zu müssen. Ja, ich denke, der Wassermann hat seinen Weg gefunden. Ritter der Münzen, das ist dein Alltag. Das ist die Welt, in der du lebst, Tag für Tag, deine Routinen, deine Abläufe. Ich nehme das wirklich so wahr, du hast deinen Weg gefunden. Und den gehst du auch, zu dem stehst du auch. Und du stellst fest, dass du eben gewisse Dinge im Leben losgelassen hast. Vielleicht auch einen alten Job oder einen alten Beruf oder irgendwie sowas. Du hast dich verändert und nun stellst du für dich fest, ja, das ist einfach halt genau das Richtige für dich, das ist der richtige Weg. Und im Grunde, auch als du damals oder als du losgelassen hast, als du die Entscheidung getroffen hast, hast du dich vielleicht unsicher gefühlt, ob das dann wirklich das Richtige ist. Ich denke, das ist ja nur menschlich. Aber ich sehe das jetzt hier so im Nachhinein, guckst du nochmal zurück und stellst für dich fest, ja, das Loslassen, das war das Richtige. Das war das Richtige für dich, das ist der Weg, den du gehen möchtest. Und so kannst du dich emotional und innerlich nochmal verabschieden, innerlich nochmal loslassen. Ja. Äußerlich hast du schon, aber innerlich kannst du loslassen und dich auf den Weg machen ins Glück, in die Wunscherfüllung und so weiter. Ich hätte gern noch mal eine Karte für Blessings, für den Segen. Bewegt sich in der Stille und sie hält einen Finger vor den Mund. Das ist wie, jetzt kann ich meinen Weg gehen, ohne dass ich beobachtet werde. Jetzt kann ich meinen Weg ungeachtet gehen, ohne dass ich beobachtet werde. Ich gehe jetzt einfach meinen Weg, das ist der Neubeginn. Jetzt hast du Ruhe, du hast losgelassen, du hast Ruhe. Und das ist der Segen, diese Ruhe, die reingekommen ist, dieses Loslassen, die frische Luft hier. Das ist das, was ich reinbekomme. Ja, und an der Unterseite haben wir noch jemanden, der reflektiert und das ist genau das, wovon ich ja die ganze Zeit spreche, dieses Zurückschauen. Und hier die beiden Bilder sind ja sehr, sehr ähnlich, ne? Der Wassermann, der reflektiert hier. Welche abschließenden Worte darf ich noch weitergeben für den Wassermann von den Delfinen? Siehst du, die gegenwärtige Annahme. Ich bin einverstanden. Es gibt einen Grund, warum Dinge so passieren, wie sie passieren. Atme tief ein und aus, nimm die gegenwärtige Situation so an, wie sie gerade ist. Nimm deine Gefühle vollkommen an. Ja, ich bin einverstanden. Merke, wie du loslässt. Siehst du, wieder Thema loslassen. Und dein Geist auf einmal frei wird. Dir erschließen sich neue Möglichkeiten. Sag ich doch, dir erschließen sich neue Möglichkeiten. Dein Geist wird frei. Loslassen. Der Segen liegt im Loslassen. Physisch, emotional und in deinen Gedanken. Lieber Wassermann, das kann ich dir weitergeben. Danke für deine Aufmerksamkeit. Danke, dass ich dieses Orakel für dich machen durfte. Wenn du magst, gerne bis zum nächsten Mal. Bye-bye.